geht's los. Und wollen wir mal schauen, was die Anfangsphase bringt. Ich glaube, gut reinkommen ist wichtig. Ne? Absolut. Klar, in jedem Spiel wichtig, dass die Jungs schnell Selbstvertrauen tanken. Bei uns bleiben die Zuschauer immer stehen, bis der erste Ball im Tor landet. Insofern wollen wir hoffen, dass sie sich demnächst hinsetzen können. Ja, vielleicht ist es einigen auch gut, das weiß man nicht. Ja, das weiß man nicht, das stimmt. So, aber das lässt sich doch ganz wunderbar an, oder auch nicht? Leider zu früh unterbrochen. Er hat da eine Rangelei zwischen Kreisläufer und Link gesehen, zwischen Erik und Nikola Link. Aber wir hoffen, dass es im zweiten Versuch noch mal gut klappt. Eigentlich schön rausgespielt. Eigentlich schön gespielt, ne? Genau, der Pass kam leider ein bisschen langsam nach außen, so wurde der Winkel dann doch wieder kleiner. Eine gute Parade von Katsikianis. Ja, und wir mussten auch gerade mal kurz festhalten, dass auch nicht der gute Martin Ziemer im Tor steht, ne? Sondern Malte Semel fängt an. Malte fängt heute an, genau, im rechten Rückraum auch bei uns jetzt Runa, wo normalerweise der Kai häufiger startet. Das wird sicherlich aber auch der Situation geschuldet sein, dass Kai Probleme hatte unter der Woche mit einem Hexenschuss und Rückenschmerzen. Und insofern dann lieber der vierte Spieler. Genau, und Hatray ist ja jetzt... dann gucken wir erstmal auf den 7 Meter. Wow! Suboptimaler Auftakt auf beiden Seiten. Der Stimmung ist es auf jeden Fall... zuträglich, dass der Ball nicht drin war. Auf jeden Fall. Vielleicht noch mal ein kurzes Wort zu den verletzten Geschichten. Ganz kurz vorher hat sich auch erst entschieden, wer was jetzt was Hatray und Heffner andere dort überhaupt spielen können. Ne? Deswegen jetzt, Hatray ist auf der Platte. Genau. Heffner wird sicherlich auch ein paar Minuten spielen können. Ne? Ja, also die Jungs haben sich beide warm gelaufen. Das sieht grundsätzlich nicht schlecht aus. Wieder zweiter Fehlwurf. Zumindest ein guter Rückzug. Jetzt wollen wir hoffen, dass die zweite Welle nicht funktioniert. Ein bisschen ungeduldig im Angriff. Da müssen wir ein bisschen mehr Ruhe walten lassen. Man sieht, Mike fängt an in der Abwehr. Der macht den Angriff-Abwehrwechsel mit Morten. Ja. Die beiden haben unter der Woche starke Rückenprobleme gehabt, sind von der Nationalmannschaft wieder bekommen und hatten beide Probleme. Kai konnte im Prinzip kaum trainieren. Beide haben gestern ihre ersten Gehversuche in der Halle wieder gemacht. Insofern schon mal Chapeau an die beiden, dass sie überhaupt auf der Platte stehen. Ja, erst so ein bisschen Fluch der guten Leistung, wenn man es mal so formulieren möchte. Ne? Relativ viele Nationalspieler. Jawohl. Jetzt kann es dann tatsächlich mal ganz schnell gehen. Das ist ja auch das. Jawohl. Lars Lehnhoff. Sehr zuverlässiger Mann, ne? Ja, das ist sein Spiel. Er geht gut und schnell weg. Und auch die Aktion vorher muss man da wirklich loben. Meint hat er hervorragend gedeckt. Das ist eine seiner großen Stärken. Wenn man zu nah am Mann bei ihm prellt, dann hat er so flinke Hände und so lange Arme, dass er dir den Ball rausspielt. Und genau davon haben wir gerade profitiert. Schöner Pass von Erik und dann abgeschlossen von Lars. Ja, aber so ein bisschen unruhig sind beide noch, ne? Beide Teams. Ja. Da muss man sagen, dass das jetzt auch schön gespielt war von Erlangen. Sie haben den Ball gut laufen lassen. Ole Ramel mit einem guten Abschluss. Das ist halt die Schwierigkeit, wenn man das Spiel dann nicht unterbricht und das dritte und vierte Kreuz. Jo. Ja, schön nachgedacht. Ja. Ein bisschen Glück muss auch manchmal dabei sein. Ja, was ich sagen wollte, war, wenn man den Ball halt oder in der Abwehr steht und drei Kreuzbewegungen vor einem passieren, dann ist es einfach schwer, jedes Mal die Gegenbewegung wieder zu machen und zu schaffen. Und dann schafft der dritte es meist am Mann vorbei und dann ist die Überzahlsituation da. Das ist jetzt wieder sehr gut gedeckt, schön unter Druck gesetzt. Klasse.
Das macht ja wirklich dann auch richtig viel Spaß zuzugucken, wenn diese Dynamik reinkommt. Genau, das ist das, was wir am Anfang angesprochen haben. Also aus einer stabilen Abwehr heraus. Wir haben jetzt gesehen, am Anfang haben wir uns ein bisschen schwer getan. Im positionsgebundenen Spiel hatten wir zwei Fehlwürfe. Aber jetzt drei Tore mehr oder weniger gegen den Gegenstoß. Ein Wurf aus der zweiten Welle, wo Lars den Abpraller bekommt. Aber das sind halt diese leichten Tore. Und Erlang tut sich auch gerade schwer. Oh. Also war ja hübsch gemacht, aber hat nicht funktioniert. Aber das hat ja euer Kurt Jens Gürtel ja im Vorfeld auch, das ist ja Pech dabei, auch gesagt, dass es darum gehe, gerade aufgrund der angespannten Personalsituation eben diese leichten, nicht so kräftezehrenden Tore für euch zu machen. Genau. Genau so ein Tor macht jetzt Erlangen auf der Gegenseite auch. Man sieht schon, das Tempo ist hoch, beide Mannschaften versuchen aus der Abwehr heraus gleich Druck zu machen auf die gegnerische Deckungsreihe, wenn sie auch nicht gerade steht, weil ich glaube, der Respekt auf Erlangener Seite unserer Deckung gegenüber ist auch enorm groß. Wir wollen mal hoffen, dass wir weiterhin stabil stehen. Bis jetzt sieht es defensiv in jedem Fall wirklich ganz ordentlich aus. Nummer 4. Da sieht man eben auch, was Selbstvertrauen ausmacht. Das ist ein Winkel, den muss man sich nicht unbedingt nehmen. Aber Lars hat jetzt dreimal vorher gut abgeschlossen, hat den Fehlwurf am Anfang sofort weggesteckt und nimmt sich jetzt auch den etwas kleineren Winkel und schießt den rein. Das ist das, was wir am Anfang angesprochen haben. Wenn du mit Selbstvertrauen in so ein Spiel reinkommst, dann wird es natürlich für dich wesentlich leichter. Das mit dem Selbstvertrauen, wollen wir mal eben kurz noch nicht in den Angriff reinquatschen. Teilinger ist mit seinem zweiten Tor. Ja, da bleibt eine Offensivsperre. Das klappt bei den Recken natürlich gerade besser, diese langen Bälle. Ne? Oder hat jetzt gerade eben sehr gut schon ein paar Mal geklappt. So, zum fünften. Ja, das ist halt sehr frech, ne? Ja, mit Nico Katsikianis steht da auch nicht irgendwer im Tor. Der hat letztes Jahr jetzt noch beim THW Kiel gespielt. Ist ein sehr, sehr guter Mann. Der war ja auch mal in Hannover, hat aber kein Spiel gemacht. Genau, der hat eine sehr... auch lustige Geschichte. Ja, ich glaube, er findet sie gar nicht so lustig, weil das letztendlich der Situation geschuldet war, dass er ganz starke Knieprobleme hatte, die drohten nicht mehr gut zu werden. Aber er ist da dann an Physiotherapeuten geraten, mit dem er sehr, sehr gut und erfolgreich das Ganze beheben konnte. Jetzt habt ihr das Tempo gerade ein bisschen rausgenommen. Ja, es war jetzt zwischendurch auch... Ja, schön ist es. Das ist manchmal auch ein ganz gutes taktisches Mittel, das Tempo ein bisschen zu verschleppen. Der Gegner pustet kurz durch, ist aber noch nicht hundertprozentig formiert und das nutzt Mai natürlich mit seinen 1-gegen-1-Fähigkeiten hier sehr, sehr, sehr schön. Gute Bewegung gegen die Hand. Das ist natürlich wichtig. Und man sieht, dass ihn hoffentlich das Spiel auch weiterhin seine Rückenschmerzen nicht mehr ganz so sehr beeinträchtigen. Ja, also das sah jetzt auf jeden Fall schon mal erstmal relativ geschmeidig für die Körpergröße aus. Das war leider ein Schritt zu viel. Ja. Schade, wenn er den Ball sicher festhalten kann, dann hat er auch eine ganz gute Wurfsituation. Aber es ist ein probates Mittel, wirklich mit Druck auf die Abwehr zuzugehen. Auch Erlangen wechselt Angriff Abwehr, Michael Haas mit Pavel Horak, der noch einfach mal eine Kategorie auch Körper mehr darstellt. Schade, leider wieder ein Fehlwurf. Das wäre ja wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, eine schöne Chance gewesen, sich so ein bisschen abzusetzen. Jetzt sind wir dann doch wieder recht dicht beieinander. Ne? Ja, Erlangen hat einfach unheimlich gute Gegenstoßspieler mit Ole Ramel und Stranowski auf der anderen Seite. Stranowski zum Beispiel hat auch schon beim FC Barcelona gespielt. Das ist nicht irgendwer. Also wie gesagt, nochmal, was ich eingangs erwähnt habe, das ist kein typischer Aufsteiger. Das spielen wirklich sehr, sehr erfahrene, international erfahrene Leute, die wirklich sehr, sehr gut sind. Das solche, wenn so ein Pass nicht ankommt, ne? ist das dann jetzt so ein bisschen Unkonzentriertheit oder man trifft dann halt einfach? Ja,
das ist Runas Spiel. Ne? Also Runa ist ein unheimlich abschlussstarker Spieler, hat unheimliches Fass im Arm. Schöne Parade von Maike. Ja. Auch schöner Block vorher. Und jetzt richtig schön Tempo vor allen Dingen in der Partie. Ah. Darf es dann eben nur nicht übertreiben, weil, wie gesagt, abgestanden. Ja. Weil dann das Ball rauskommt. Ne? Ja, aber das war kein Tor, der Gegenspieler, oder Ole steht. Der rauskommen kann. Genau, er landet quasi im Kreis, bevor der Ball die Hand verlassen hat und dadurch zählt dieser Treffer. Ne? Wie ein Übertritt, man darf in den 6-Meter-Kreis nicht treten und das haben sie in dem Fall gut gesehen, weil es ist immer eine Grenzentscheidung. Das ist tatsächlich auch schwer zu sehen, ich habe es gerade nicht gesehen. Nee, genau, aber das ist so ein Gefühl, was man dazu hat. Und es sind bestimmte Würfe, die einfach nicht gehen, wenn man sie nicht absteht. Und das war in dem Fall relativ eindeutig. Wenn es dazu eine Zeitlupe gibt, wird man relativ gut erkennen können, dass er den Ball halt noch komplett in der Hand hat, bevor er überhaupt, als er den Ball betritt. Und das ist natürlich ein Wahnsinnswurf. Ja. Runa Karason ist auch ein erfreulicher Name. Jetzt haben wir Auszeit. Was haben wir vorhin schon drüber gesprochen? Du hast kurz mal ins Co-Trainer-Dasein reingeschnuppert. Was meinst du, was jetzt Birke jetzt den Jungs sagt? Ich glaube, dass er grundsätzlich sagt, dass die Abwehr gut steht, dass wir eine richtige Mischung finden sollten zwischen dem Tempo, das wir gehen und. Sollen wir da mal kurz rein? Erstmal Rolle 3, Jamin. Abwehrarbeiten weiter und gut zum Laufen. Aber keine Fehler mehr. Komm jetzt. Warte jetzt. Warte jetzt. Hast du was verstanden? Wir haben jetzt reingehört bei Erlangen. Ich glaube, grundsätzlich sollen sie weiter Mut haben, mit Tempo zu gehen, aber eben auch abwägen. Und sicherer den Ball spielen. Das waren jetzt zu viele einfache Ballverluste auf Erlangener Seite. Ich glaube, es ging jetzt einfach mal darum, ein kleines Break zu machen. Also sich nochmal ein bisschen zu resetten, um jetzt nochmal wieder entsprechend die Abwehr auch ein bisschen mehr auseinander zu spielen. Aber von mir aus kann das gerne so weitergehen, wie der Spielverlauf gerade sich darstellt. Schade, da bleiben wir am Ende ein bisschen zu passiv. Vorher haben wir uns eigentlich sehr, sehr gut bewegt. Schön Druck immer wieder auf den Ballführer gemacht. Es ist ja bei euch in der Saison und auch in manchen Spielen jeweils aber durchaus so ein bisschen das Problem, so eine richtige Balance zu finden. Beziehungsweise, das wollte ich vorhin schon erwähnen, nach dem letzten Spiel hier in der Halle, das Ergebnis war ja erfreulich, nur der Trainer war stinksauer. Ja, man hat es nicht konsequent zu Ende gespielt. Und ich glaube, dass die Liga so eng beieinander ist, dass da jedes Tor wichtig ist. Ja. Und er fordert halt von jedem Spieler, der auf der Platte steht, dass er 100% gibt. Und wenn er das Gefühl hat, dass das nicht so ist, dann ist er eben unzufrieden. Und das steht ihm ja auch zu. Aber jetzt schauen wir uns aber mal den ersten 7 Meter für die TSV Hannover-Burgdorf an. Torge Johansson ist zusammen mit Lars Lehnhoff, euer Mann vom Tor. Genau, und jetzt wurde Lars gefoult und das ist wie in anderen Sportarten beim Fußball auch so, dass in der Regel der Gefaulte besser nicht wirft. Ja, also ich glaube, das ist bei uns so die Absprache, dass die Jungs einfach sich dann den Ball gegenseitig zuspielen und mal gucken, wenn Torge jetzt erfolgreich war, wird er eventuell auch weiterwerfen erstmal. Am Ende ist ja nur entscheidend, dass die Dinger drin sind. Naja, klar. Ja, vorher vierter Schritt, deswegen kann das Tor nicht zählen. Ja, Erlangen tut sich
schon, also was ich so in der Vorbereitung auf das Spiel so gelesen und gesehen habe, hatte ich sie eigentlich etwas ruppiger erwartet. Aber ist irgendwie nicht, ist gar nicht so. Das mag jetzt ja noch kommen. Ah. Hat er gut pariert, ja. Aber da haben wir auch. Wollen wir jetzt einen Gegenschluss abwarten? Ja, gut, jetzt noch Tempo rausnehmen. Ja. Morten rein. Ne, da haben wir ihm aber auch einen Schuss aufgedrückt, den wir eventuell auch so haben wollen. Das hat Malte gut gelesen. Der Schütze hat die Hand unten, kann nur noch gerade werfen. Er geht mit seinem ganzen Körper runter und dann ist halt zu. Insofern ist das halt auch ein gutes Zusammenspiel, wenn die Abwehr den Schützen in eine Situation zwingt, die der Torhüter gut lesen kann. Schade. Das war wirklich ein Strahl, der da an die Latte knallt. In dem Fall pfeift er jetzt auch abgestanden, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also aber dadurch, dass Ole Ramel im Kreis stand bei der Abwehraktion, gibt es dann halt eben 7 Meter. Sonst wäre es genauso wie auf der anderen Seite eben auch abgestanden gewesen. Jetzt sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Also man sieht, Ramel geht in den Lauf. Ja, man sieht in der zweiten Aktion auch, dass Lars steht, bevor der Ball die Hand verlässt. Ja, so, sicher. Ja, der 3-Tore-Vorsprung, der scheint sich jetzt gerade so ein bisschen zu zementieren, glaube ich. Darf aber auch ausgebaut werden. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, als ich hier am Co-Kommentatorenplatz sein durfte. Ich hoffe, man sieht mir nach, dass ich nicht ganz unparteiisch sein kann. Nö, das natürlich. Das würde wahrscheinlich dann in der täglichen Berufsausübung Schwierigkeiten durchaus bereiten. Durchaus. Auch in der Aktion sieht man wieder, also schöne Aggressivität bei uns. Kein Spieler kriegt wirklich viel Zeit und Raum. Ja. Aber das macht dann natürlich klasse. Ne? Kaum sage ich es, da bleiben wir ein bisschen zu passiv und Guardiola schließt gut ab, spielt den Ball rum, schwer zu lesen für Malte. Jetzt ist eine gute Viertelstunde durch. Wie findest du es bis jetzt? Wir sind nicht schlecht reingekommen. Ich glaube, wir hatten vom Spielverlauf her sogar die Möglichkeit, uns ein bisschen mehr zu führen. Nichtsdestotrotz führen wir erstmal. Das ist eine gute Grundsituation. Schöner Strahl hier von Fabian Böhm, genau. Es ist halt wirklich gut, dass die Last auf vielen Schultern verteilt wird. Dass wir nicht abhängig von ein, zwei Spielern sind, sondern dass wir jetzt einige gute Aktionen von verschiedenen Spielern schon hatten. Ganz interessant zu sehen war, dass Lars jetzt mal eine kleine Verschnaufspause bekommt und Dominik Kallefurt im Angriff Zeit bekommt. Ganz interessanter Name. Genau. Hat leider letztes Jahr das fast gesamte Jahr verpasst, weil er sich in der Vorbereitung das Kreuzband gerissen hat. Hat sich jetzt wieder rangearbeitet. Ein kräftiges Kerlchen. Aber ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Also, fällt auch schon auf. Ne? Der hat aber auch Kraft. Also, schöne Parade. Pfeift da leider ein Schrittfehler. Raus. Ja, und da sieht man die internationale Klasse von Martin Stranowski. Ja, das ist die höchste Schule auf links außen. Den Ball so über den Torhüter zu legen, weil er muss ihm vorher einen anderen Wurf zeigen. Wir sehen es hier in der Wiederholung nochmal. Ja. Er zeigt ihm den Wurf lang unten und im letzten Moment biegt er ihm aus dem Handgelenk den leichten Luftball. Das ist wirklich technisch. Kannst du nichts machen, ne? Sehr schwierig. Interessant ist jetzt, Dominik ist natürlich kein gelernter Linksaußen, sondern Kreisläufer und jetzt wird eine Variante gespielt mit zwei Kreisläufern. Einfach mal, um Erlangen auch vor eine andere Aufgabe zu stellen. Wir sehen das hier, die Linksaußenposition bleibt jetzt unbesetzt und wir spielen mit zwei Kreisläufern. Wow!
Leider zählt der Treffer nicht, schade, aber es gibt zumindest 7 Meter. Aber es war, man hat das Durchsetzungsvermögen, glaube ich, ganz gut gesehen. Ne? Das haben auch schon viele bei uns im Training zu spüren bekommen. Ja. Also das ist einfach, und man sieht ganz klar in der Wiederholung, ohne Ramel steht im Kreis und dadurch ist es 7 Meter. Also was bringt der Kerl auf die Waage, weißt du das? Nee, oder ist so das ganz, geheim? Ja, so ganz klar ist es nicht, glaube ich, aber er weiß auf jeden Fall, jedes Gramm einzusetzen. Und das zählt am Ende des Tages. Okay. Schade. Der Dritte sitzt jetzt nicht. Nee, Mario Hundstock hier mit der Parade. Ja. Stanowski ist sehr, sehr sicher von außen. Nee, die Szene vorher war ganz interessant, die vorausgegangen ist. Ich hatte das Gefühl, dass eher Erik Schmidt gehalten wurde, als dass er gehalten hat. Meinst du diese komische, ja, ne? Das Gerangel und er bekommt dafür Gelb. Ist schade, ich hätte das anders ausgelegt, aber wie gesagt, so ganz unparteiisch bin ich eben nicht. Naja, du, das... kann ja auch mal so sein, dass man vielleicht mit dem Blick von hier oben so und damit ist dann auch die Führung futsch. Ein anderes Gefühl zu der Situation bekommt. Ja. Die Schiedsrichter müssen uns immer in unheimlich kurzer Zeit und bei einer entsprechenden Geschwindigkeit entscheiden und das ist nicht immer ganz einfach. Das ist gut, dass Mike die Räume nutzt, die ihm da zur Verfügung stehen. Wie wichtig ist das, wenn man nach einem 3-Tore Vorsprung jetzt den Ausgleich kassiert, dann so schnell wieder einen vorzustellen? Ja, das ist schon nicht unerheblich. Aber man sieht halt im Handball, wie schnell das gehen kann. Das ist ein 7 Meter, der nicht reingeht, wo man wieder auf 3 weg wäre, kommt im Gegenzug ein Tor, hat dann nochmal einen technischen Fehler, nächster Angriff. Noch ein Tor, schon ist es wieder unentschieden. Insofern, man sieht, wie schnelllebig das Ganze ist. Man muss natürlich zusehen, dass jetzt nicht eine Dynamik draus wird. Genau. Also jeweils für die Mannschaft, die das berühmte Momentum. Natürlich. Ja, aber ich habe nicht das Gefühl, das ist weiterhin sehr stabil, was bei uns in der Deckung passiert. Und daran müssen wir uns halt auch eben aufbauen. Jetzt auch noch der junge Timo Kastening. Genau, jetzt eine Frage mal im Spiel. Mal ein bisschen gewechselt. Kai kriegt auch seine ersten Minuten, macht sich gerade noch mal ein bisschen warm. Das ist immer ein bisschen zäh, wenn es im Rücken zwickt. Musst du aber auch behutsam machen, ne? Wenn du dann zu schnell zu viel Gas gibst. Dann macht der Rücken wieder dicht, klar. Aber das ist, wir haben halt Not am Mann und Kai ist ein extrem wichtiger Spieler. Euer bester Schütze, ne? Ja. 50 Treffer, meine ich. Da bin ich nicht im Bilde. Ja, ich meine, es sind 50. Da wieder Guardiola. Ja, ein bisschen zu passiv gegen Guardiola jetzt. Ne? Der hat jetzt aus dem Rückraum, ich weiß gar nicht, ob sein zweiter oder dritter Treffer war. Ich meine der zweite. Ja. Weil es kann auch sein, dass ich einen vergessen habe. Wahnsinnstreffer. Wenn man ihn so sieht, ne, traut man, glaubt sich an diese Explosivität, die sich dann da plötzlich... Er hat eine Explosivität und er hat auch ein Händchen. Also er wirkt ja sehr, sehr stämmig, aber er hat eigentlich auch ein sehr, sehr feines Händchen. Weil man ja am Kreis immer den direkten Abschluss gegen den Torhüter hat, der natürlich versucht, die Winkel zuzustellen. Und er ist da durchaus auch trickreich im Abschluss. Also das traut man ihm tatsächlich nicht so zu. Aber durchsetzungsfähig ist er eben auch, wie wir gerade gesehen haben. Und das war wirklich ein sehr unkonventionelles Tor für den Kreisläufer. Also wenn du mir jetzt erzählen würdest, der spielt Rugby, würde ich es auch glauben. Ne? Also, Pavel Horak ist ein guter Freund von mir. Da weiß ich, dass der so seine 110, 115 Kilo Muskelmasse auf die Waage bringt. Und den hat er eben mal kurz... entsprechend gestoppt. Also jetzt haben wir erste 2 Minuten Strafe.
Ja, zeigen hier an, dass Erik am Trikot gezogen hat. Da ist natürlich so eine gelbe Karte, die vorher vielleicht eine war oder auch nicht. Dann schade, weil in der Konsequenz hat er jetzt nur die Option, ihm 2 Minuten zu geben. Und wir sehen die Szene hier auch nochmal. Ja, das ist ein bisschen, also das ist für meine Begriffe ein relativ normaler Zweikampf. Am Kreis wird immer hart gearbeitet und geschoben. Und für meine er reißt ihn ja jetzt nicht bös um. Wieder Guardiola. Ja, das ist jetzt gut gespielt in der Überzahl. Ne? Da merkt man dann, dass ein Mann weniger an der Deckung steht. Aber da hat Maid eben eigentlich mehr gezogen als Erik. Ja. Gut Druck gemacht von Pavel Horak. Schön weitergespielt. Guardiola hat die große Lücke im freien Weg zum Tor. Das sind wahrscheinlich auch diese Momente, die untermauern, wenn man über Erlangen sagt, das ist kein klassischer Aufsteiger. Ne? Ja, absolut. Wie gesagt, Pavel, ich kann gar nicht sagen, der hat an die 200 Länderspiele für Tschechien. Ja. Da kann man jetzt nicht. So, Kai kommt auch ins Spiel, wunderbar. So, und das ist dann auch noch ein leichter Ballgewinn. Das war nämlich die Situation, was wir schon angesprochen haben. Der Ausgleich mit dem Torhüter, Maite war noch auf dem Weg zurück ins Tor. Und manchmal kann es eben auch ein Ballgewinn sein, wenn dann das leere Tor verfehlt wird in der Hektik. Das ist jetzt gerade geschehen und insofern haben wir in Unterzahl den Ball jetzt nochmal zurückbekommen. Spielen weiterhin 6 gegen 6, aber unser Tor steht halt leer, weil ein weiterer Feldspieler für Malta auf dem Spielfeld ist. Ja, das ist dann jetzt sozusagen der 7. Feldspieler, der aber durch die Unterzahlsituation dann nur der 6. ist. Genau, genau. Wichtig ist halt nur eben, dass klar ist, und da gibt es so gewisse Grundmuster, wer dann eben jetzt auch zur Bank rennt, dass man, weil Malte eben erst kommen kann, wenn ein Spieler rausgerannt ist. Ja. Das ist auf 14 Sekunden. So, du musst natürlich verflucht aufpassen, dass du dir dann keine unnötigen Ballverluste leistest. Wie der zum Beispiel. Ja, es ist dann einfach ohne Zeitspiel, der Druck ist nicht so wirklich da und noch knappe 10 Sekunden, bis du auffüllen kannst, da ist das natürlich unglücklich, sag ich mal so. Naja, es ist auf jeden Fall eine enge Partie. Ne? Also, das haben wir ja vorher auch gesagt, also das wird eine enge Partie werden und auch bleiben. Wichtig ist es halt nachher auch in der Crunch-Time dann eben gute Bewegung von Morten. Ja. Technisch ist das sehr schön anzuschauen. Ne? Ja, Morten ist auch, was das Spiel angeht, mit allen Wassern gewaschen. Also das ist wirklich, der hat da unheimlich viel Kraft. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der so viel Krafttraining macht, also so wirklich Gewichthebertraining und die entsprechend auch in Explosivität umwandeln kann für den Handball. So, jetzt mal gut gegen Guardiola im Block gestanden. Guter Pass. Und schön durchgesetzt von Timo gegen Pavel. Ja. Da sind wir wieder bei 3 Toren. Das ist natürlich. Ja, du hast ja vorhin gesagt, so schnell geht das. Ja. In die eine wie in die andere Richtung auch. Ja, hier sieht man nochmal, Timo verzögert gut und spielt dann einfach seine Schnelligkeit aus. Der ist wahnsinnig flink. Ne? Ja, und wenn Pavel da noch mehr hingeht, dann riskiert er eine Zeitstrafe. Und deswegen tut er, glaube ich, auch gut daran, die Hände wegzunehmen. Das ist natürlich auch eine Verletzungsgefahr dann irgendwann. Auch hier wieder gut gespielt. 2-gegen-1-Situation. Leider übertreten. Dominik ist auf die Linie getreten. Wird aber nicht beanstandet, offenbar. Doch. Doch? Doch, Wort nicht gezählt. Das ist so laut hier, da hörst du es manchmal nicht, ne? Da sieht man es, ja. Ja, doch, jetzt war es recht in der Zeitlupe. Ja. Wir sind leider weiterhin nur 3 Tore vorne. Der Hallensprecher hat es noch nicht mitbekommen. Ja, das geht manchmal so schnell auch mit dem Anwurf. Aber es waren noch gar nicht alle Erlangener Spieler zurück in der eigenen Hälfte. Und dann darf nicht angepfiffen werden. Also es müssen zumindest alle über die Linie zurück. Daran kann man sich immer ganz gut orientieren. Aber man sieht, Erlangen hat weiterhin Probleme, den Ball vernünftig laufen zu lassen. Und das ist gut, wenn wir das Ball behalten können. Das war jetzt ein extrem guter, technisch anspruchsvoller Wurf auch. Aber es ist schade, wir schaffen es noch nicht, uns über diese 3-Tore-Marke abzusetzen. Wir hatten die Chance auf 4. Es wäre dir nicht unrecht, wenn das vor der Pause vielleicht dann doch noch 4 werden würde. Oder 5. Es spielt sich einfach immer leichter mit so einem Polster im Rücken. Auch das ist manchmal
vielleicht gar nicht so einfach zu sehen, aber das ist auch ein sehr anspruchsvoller Wurf, weil Kai eben nicht nur am Mann vorbei, sondern auch rumwirft, weil die Torhüter den Abwehrspieler immer so ein bisschen, wir sehen das hier nochmal, er bekommt den Ball rübergespielt und zieht ihn quasi noch zurück in die andere Ecke, weil wenn der Wurf an der Seite vorbeigeht, heißt das für den Torhüter eigentlich, ich bekomme den in die Ecke, wo der Ball am Gegenspieler vorbeigeworfen wird und er zieht ihn halt noch zurück in die andere Ecke. Das macht sah auf jeden Fall auch schon mal nicht so ganz konventionell aus, aber wir haben das ja, hast du gesehen, Gerangel am Kreis. Was er verbrochen hat. Er scheint auf jeden Fall nicht sehr zufrieden mit der Entscheidung zu sein, weil Kai ist eigentlich, ja, man sieht die beiden da am Bild ran, ja. Kai und der Kreisläufer, er hat ja, das gut, Trikot. Ja, gut. Gut. Ja. Er ist schon recht, die Schulter ist schon zwischendurch recht nackt. Ja, aber man muss dazu sagen, am langen Arm darf der Kreisläufer, also der Kreisläufer darf seinen Körper natürlich dazwischen stellen, aber er darf ihn nicht am langen Arm wegschieben. Insofern nutzen beide da so ein bisschen unerlaubte Mittel. Jetzt haben sie das gesehen, ist halt eben so. Michael Haas, Zusammenspiel mit Pavel Horak. Das ist gut gemacht. Das sind zwei richtig gute bei Erlangen. Auch der Haas, auch sehr erfahren. Ja, ewig schon in der ersten Liga. Nationalmannschaft erfahren ja auch. Genau. Auszeit genommen von Jens Bürkle. Mal gucken, ob wir da jetzt vielleicht mal ein paar Worte mitbekommen. Das war Robert Andersson, der Trainer von Marc, den wir jetzt gerade gehört haben. Ich habe tatsächlich immer so ein bisschen akustische Schwierigkeiten zu verstehen, was dort gesprochen wird. Ich habe nur Überzahl verstanden. Ja, ich glaube, dass sie mit dem Überzahlspiel grundsätzlich zufrieden sind. Pavel hat auch zwischendurch Horak das Wort nochmal ergriffen, gesagt, dass sie sich so ein bisschen, ja, die Deckung jetzt ein bisschen umgestellt, sie stehen ein bisschen offensiver, dass der Nikolai Link sich so ein bisschen in die Passwege stellen soll. Wir versuchen jetzt einfach mal eine andere taktische Variante. Okay. Soll ja auch die ersten zwei Minuten für oder gegen Erlangen, wie man das formulieren möchte. Für Michael Haas, den wir ja schon recht gelobt haben. Genau, aber kein 7 Meter, was in dem Fall geht mir schwer über die Lippen, aber richtig ist, weil Erik steht eben auch im Kreis. Ich glaube, das hat er im Gefühl also anders gehabt. Schau mal, wie objektiv du doch eigentlich bist. Ja, eben. Also deswegen muss der Rest eigentlich auch richtig sein. Natürlich. Und jetzt ist es sogar ein vermeintliches Überzahlspiel. Denn Malte sitzt weiter draußen. 6 gegen 5 Angriff. Pass auf Lars, jetzt muss nur einer rausrennen. Ah. Schade. Gute Chance herausgespielt. Es dauert noch ein bisschen lange, bis sich ein Spieler von uns mal Richtung Bank orientiert. Eins haben wir schon ins leere Tor bekommen. Das kann mal vorkommen bei dieser Variante. Ja. Dieses Risiko nimmt man durchaus in Kauf. Sieht man ein bisschen blöd aus, ist dann aber so. Aber ja, letzten 20 Sekunden jetzt in der ersten Halbzeit. Genau. 5 gegen 5. Stanowski jetzt auf der Mitte. Sehr, sehr schneller Spieler. Dann nochmal Guardiola. So, jetzt muss es schnell gehen. Und jetzt greifen sie das zurück. Das ist natürlich. Wird noch einen direkten Freiwurf geben. Und dann geht es erstmal in die Kabine. Ich habe dich vor einer Viertelstunde gefragt, wie gefällt es dir? Jetzt frage ich dich, was sagst du zur ersten Halbzeit? Ich befürchte, dass der Wurf nicht drin ist. Insofern gehen wir mit einer Ein-Tore-Führung in die Halbzeit. Ja. Und das ist gefühlt zu wenig. Also das Spiel, die ersten 10 Minuten,
dass man da nochmal entsprechend Gas gibt, dass die Deckung sofort wieder steht, dass man weiterhin diesen angesprochenen Fluss im Angriff behält. Und je länger das Spiel dann dauert und man sich auch ein kleines Polster schafft, desto mehr fängt der Gegner vielleicht auch an, nachzudenken bei jedem einzelnen Angriff. Wir sehen jetzt eine Veränderung bei Erlangen im Angriff. Stanowski spielt nicht mehr links außen, sondern auf der Rückraummitte. Da versuchen sie wahrscheinlich, die Jungs ein bisschen mehr in Bewegung zu bringen von uns. Das war vielleicht für Robert Andersson mit Michael Haas etwas zu statisch. Wollen wir mal schauen und hoffen, dass es ihm nicht so gelingt, wie er sich das vorstellt. Ist natürlich mein Fehler. Michael Haas hat noch die 2-Minuten-Strafe und deswegen... Laufen dann noch ein paar Sekündchen runter. Genau. Aber da sieht man auch wieder... Das war ja ein bisschen vergleichbar mit dem Tor von Kai Häfner. Ne? Das war vergleichbar, so aber genau, er wirft nur in die Tormitte. Und Malte liest das gut. Ich habe das in der ersten Halbzeit auch schon mal angesprochen. Schöne Bewegung. Jo. Sehr gut gemacht. Guter Auftakt in die zweite Halbzeit. Ja, Fabian Böhm. Optimal ausgenutzt, dass wir noch kurz in Überzahl waren. Und jetzt ist Erlangen auch wieder in der gewohnten Aufstellung. Aber Stranowski hat das eben auch schon eine Weile gemacht, dass er auf der Mitte gespielt hat bei Erlangen. Ist halt ein anderer Spielertyp. Man sieht es, bringt wahrscheinlich 15 Kilo weniger auf die Waage, aber hat dementsprechend schnelle Beine. Wundert mich, dass Pavel Horak bisher vorne im Angriff noch nicht so zum Einsatz gekommen ist, weil für mich auch sehr, sehr schwer zu spielen der Gegner, weil er sehr zweikampfstark, aber vielleicht sehen wir ihn ja heute noch. Ja. Da habe ich die Geschichte mit zu langsamen Beinen erzählt und schon lässt er einen Spieler aussteigen, aber Malte rettet die Aktion zum Glück. Aber es ist ja sowieso im Handball wirklich interessant, im Grunde in jedem Sport, aber ich finde das da auch sehr, sehr augenscheinlich, wie unterschiedliche Spielertypen es gibt. Sehr, sehr viele, sehr, sehr große. Dann hast du so einen Kastening dann da vorne rumlaufen, der das Gegenteil davon ist. Ne? Ja, auch unser Torhüter Malte Semisch ist ein gutes Beispiel. Der 2,8 Meter misst, vielleicht nicht, sagt man sich, oh Mensch, verschenkte Körperhöhe im Feld, aber auch die Zentimeter, da weiß er jeden einzusetzen und insofern... guckt man auch immer und jeder bringt eben auch seine Fähigkeiten mit und hat es gelernt, auf dem Niveau eben auch das in die Waagschale zu werfen. So jetzt leider kein Tor bei Fabian Böhms, durchaus guten Schlagwurf. So, und wir sehen hier in der Anfangsphase, Guardiola kriegt viel mehr Druck, aber ich glaube, die zweite 2-Minuten-Strafe für Erik Schmidt. Ja, ist die zweite. Muss er jetzt aufpassen im weiteren Spielverlauf. Bei einer dritten 2-Minuten-Strafe ist er automatisch für den Rest des Spiels gesperrt und darf dann nicht mehr eingreifen. Das wäre natürlich schade, weil er heute gerade im Deckungszentrum wirklich ein ansehnliches Spiel macht, viele Zweikämpfe gewinnt und ein wichtiger Mann hinten bei uns ist. Ja, ich hätte die Wiederholung gerne nochmal gesehen, weil... Er war sich sicher, dass er ihn nicht getroffen hat. Natürlich war er sich sicher. Andererseits hat Jonas Zümmler... Nein. Das war eher ein Stürmerfoul nach meinem ersten Gefühl. Ich freue mich auf die Zeitlupe. Ja, wir hoffen, dass wir da jetzt eine kriegen. Als ein 7-Meter-Pfiff. Das sehen auch die Zuschauer so. Und ich finde, also, die Lücke ist zu. Die Jungs sind nicht im Kreis und er springt in sie rein. Also wir sehen es... Da kommt keiner durch den Kreis. Der wird ja auch nicht aktiv angesprungen oder dergleichen. Ne? Aber vielleicht. Jawohl. Ja. Es ist auch in anderen Sportarten so, dass solche Entscheidungen dann oft nicht zu zählbaren führen. Zu unserem Trainer, Co-Trainer, der im Training häufig die Partien pfeift, sage ich, dann siehst du mal doch keinen 7-Meter. Das entscheidet dann manchmal vielleicht auch, aber nichtsdestotrotz. Nein, aber da gebe ich dir wirklich recht. Ich habe da auch nie, ich habe da keine aktive. Er kann auch richtig aus sich rausgehen, ne? Ja, das ist auch ganz wichtig. Also Torhüter sind auch ganz besonderes Völkchen. Und aber er wirkt eigentlich erstmal so sehr, gar nicht so exaltiert, wie das vielleicht der ein oder andere ist. Ist er in dem Moment auch nicht. Aber es ist gut, dass er es in solchen Situationen dann eben auch mal auslebt. So jetzt. So kann schon, ne? Sehr schön. Und der Wechsel klappt auch. Ja. Kann das durchaus jetzt eine entscheidende Phase sein in dem Match? Wir haben ja gesagt, die ersten 10 Minuten nach der Halbzeit können richtungsweisend sein. Ja, jetzt gerade so mit dem, was wir gerade gesehen haben. Wir müssen mal gucken, wie sie jetzt weiter ihre Überzahl zu Ende spielen. Na, jetzt haben sie es gut gespielt. Aber
Und da sagt man eben, was der Torhüter für ein Faktor sein kann im Handball. Wir werden die Überzahl von Erlangen jetzt gut überstehen. Ja. Vielleicht können wir sogar noch ein Tor nachlegen. Das könnt, jetzt kratzen wir mal an unserer vier Tore Schallmauer. Wollen wir hoffen, dass wir sie jetzt mal durchbrechen können. Aber wirklich exzellent. Man hat es gesehen, Malte ist unheimlich schnell draußen, verkürzt den Winkel und hat dann so lange Extremitäten, dass man da nicht mehr vorbeikommt. Ja, etwas Krakenhaftiges, ne? So ein bisschen. Das war jetzt leider schlecht gespielt. Das ist natürlich fahrlässig. Es sieht einfach unglücklich aus. Wahrscheinlich hat er ihn nicht mal zu Fall gebracht, aber... Ja, vielleicht kriegt man da nochmal die Wiederholung. Es sah in der... Ja, kriegen wir. Ja, es sieht halt so ein bisschen aus wie Fangspielen. So ein bisschen. Ne? Ja, durchaus nachvollziehbar. Er will dann retten, was nicht mehr wirklich zu retten ist. Und ist natürlich doppelt unglücklich. Im Fußball wäre das jetzt ein klassisches taktisches Foul gewesen. Ne? Ja, leider gibt es hier nicht nur Gelb, sondern gleich die 2-Minuten-Strafe. Aber hier. So, jetzt 4 Tore. Sehr schön. Ja. Auch schon der dritte Treffer, glaube ich, von Timo. Oder war es gar der vierte? Da hat man jetzt mal gesehen, was ich meinte. Pavel ist einfach, das ist wirklich ein Bär. Wenn der 1-gegen-1 auf einen zukommt und man keine Hilfe bekommt, ist es unheimlich schwer, ihn zu halten. Deswegen wundert es mich, dass er bisher eigentlich fast nur in der Abwehr zum Einsatz kommt oder eben in Überzahl. Aber nichtsdestotrotz, bisher überstehen wir zumindest die Unterzahlsituation sehr gut. Weil auf Dauer werden wir das sicherlich nicht so kompensieren können. Ja, hat er gut aufgepasst. Ja. Richtig gut aufgepasst. Das sind natürlich jetzt auch ein paar technische Fehler zu viel auf der Seite von Erlangen. Aber das soll uns ja ruhig recht sein. Oder zumindest mir. Naja, es ist nicht das erste Mal, dass sie sich da um eine gute Kontergelegenheit bringen. Durch so ein bisschen Unkonzentriertheit, Malte war auch noch in der Hälfte des Feldes. Also ich glaube, das Tor war sogar frei. Eventuell hätte man direkt sogar abschießen können. Aber es sind jetzt einfach zu viele Abschlüsse. Und wie wir sehen, das Tor ist immer noch leer. Also wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, dass Erlangen hier hartnäckig bleibt. Ne? Ja, ich gehe auch nicht davon aus, dass das Spiel vorzeitig entschieden sein wird. Wir werden hier bis zum Ende eine enge Partie haben. Wollen wir nur hoffen, dass jetzt für die Recken Katzegianis nicht noch ein Faktor wird und noch mehr Bälle pariert, als das jetzt in den letzten 2-3 Minuten getan hat. Ja, wollte ich gerade sagen, schon 2 gute Paraden gezeigt. Er wird auch nicht zufrieden sein mit seiner ersten Hälfte, in der er 17 Tore kassiert hat. Das ist auch für seine Verhältnisse und für seinen Anspruch, glaube ich, zu viel. Das war jetzt ein sehr, sehr schönes Zusammenspiel mit Morten und Joke, der den Ball exzellent fängt. Und dann eben unter höchster Bedrängnis noch Richtung Tor geht, Ball leider nicht unterbringen kann. Und Guardiola muss auch erstmal runter. Genau, Guardiola kassiert die 2-Minuten-Strafe und wir bekommen den 7 Meter. Kunststock kommt dafür wieder in den Kasten. Er hat in der ersten Halbzeit gegen Torge einmal parieren können. Jetzt schnappt sich Lars den Ball. Schöne Doppelparade, kann man nicht anders sagen. Also aus Sicht direkt natürlich ärgerlich. Ne? Ja, absolut, er kriegt sogar den Abpraller noch. Die zweite Chance nochmal, Chris.
aber uns bleibt die Überzahlsituation. Aber auch Erlangen wechselt jetzt den sechsten Feldspieler ein für den Torhüter. Ja, wir haben hier den natürlich den Blick nach rechts aufs leere Tor so schön frei. Jetzt ist er auch wieder da. Und ja, die Führung schmilzt dann doch wieder. Ja, das, was wir in Unterzahl gut gemacht haben, ja, machen wir jetzt in Überzahl nicht ganz so gut. Wobei man ja sagen muss, wir holen auch den 7 Meter heraus. Das war sogar in Gleichzahl noch. Bringen ihn dann nur leider nicht unter. Und das sollte jetzt nicht so häufig der Fall sein. Schöne Einzelaktion. Schön reingeschweißt. Ja. Aber wirklich. Ja, hat frühzeitig dem Abwehrspieler gezeigt, dass er eigentlich einen Pass spielen will und das aber erkannt. Und man sieht es jetzt hier gleich, Pass, und der Abwehrspieler bleibt viel zu passiv, entschuldigt sich auch gleich beim Torhüter. Und Morten nutzt das natürlich eiskalt aus. Mit der Schiedsrichterentscheidung sind drüben und drüben nicht immer alle einverstanden. Ne? So, jetzt ist Zeitspiel angezeigt. Ja. Muss der Abschluss kommen. Er ist jetzt ein bisschen zerfahrene Phase. Absolut. Und auch zu viele Zeitstrafen, gerade auf unserer Seite. Ich weiß auch nicht, wie das Verhältnis ist. Ich weiß, die Erlangen hatte, genau, und den Rest haben wir. Halt, sollten wir in den letzten 20 Minuten versuchen abzustellen, weil dauerhaft in Unterzahl spielen funktioniert einfach nicht. Woran liegt das denn, dass sich das jetzt so häuft? Liegt das am Gegner, liegt das an euch, ein bisschen an der Konzentration? Hat dein Winkel gut zugemacht, ne? Ja, und jetzt hat er eben mit dem Arm pariert, jetzt kommt er mit dem Bein. Also Malte ist wirklich gerade ein Faktor. Es sind einfach so ein paar Unkonzentriertheiten auch. Wir sind manchmal zu spät am Mann, lassen uns in Zweikämpfen verwickeln. Auch gerade jetzt wieder unglückliche Situation. Zeitspiel ist eigentlich angezeigt. Der Wurf wird vermeintlich schwer werden. Dann schubsen wir nochmal. Darauf reagieren sie und geben eine Zeitstrafe. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil man eigentlich den Gegner schon gestellt hat. Aber wir kriegen zumindest die Hilfe von Malte. Ich habe das tatsächlich auch gerade erst in der Zeitlupe gesehen, dass er mit dem Fuß noch dran war. Ich dachte einfach, er hätte den dann hätte vorbeigeworfen. Ja, ja. Nee, da war mit dem Fuß noch dran. Ja, auch die Beine sind verdammt lang beim Alter. Was sagst du zu so einer Idee, zu so einer Szene? Die Idee war hübsch, aber... Ja, es ist auch immer grenzwertig, ob man da nochmal einen Freiwurf gibt, weil der Deckungsspieler gehalten wird. Joachim Hickerud beschwert sich in der Situation jetzt auch ein bisschen, ich finde natürlich auch ein Stück weit zurecht. Ah, schade. Ganz kleinen Tick zu spät. Aber Malte ist wieder dran. Ja. Also Malte ist wirklich jetzt der Faktor, der das Spiel hält. 10 Sekunden noch, dann können wir wieder auffüllen. Jetzt spielen wir zur Abwechslung mal 6 gegen 6. Mit einem Torwart hinten im Tor. Mal gucken, wie lange. Aber diese Unterzahlsituation haben wir jetzt auch wieder gut überstanden. So. Ja. Ja, es ist konsequent, wenn sie es auf der einen Seite pfeifen. Pfeifen ist auf der anderen. Wir sehen hier der Griff von hinten über die Schulter. Ja. Auch wenn er selber nicht wahrhaben will, Nikolai Link geht dafür 2 Minuten raus. Natürlich schindet Morten das auch ein Stück weit, aber die Bewegung hat er trotzdem gemacht. Das ist in dem Sinne keine Schwalbe, sondern er zeigt dem Schiedsrichter nur, wo er gehalten wird.
Ja, aber es bleibt trotzdem deswegen auch recht zerfahren tatsächlich. Also wir hatten ja ersten Durchgang. Muss er nur einmal schimpfen, ne? Muss er nur einmal schimpfen, dann... Da waren ja durchaus flüssige Passagen dabei, die richtig Spaß gemacht haben. Aber vielleicht kommt das ja jetzt. Weil jetzt auch die drei beliebte, bekannte Drei-Tore-Führung wieder da. Die bekannte Drei-Tore-Führung und wir spielen auch wieder nicht 6 gegen 6. Jetzt muss Erlangen den Torhüter wieder rausnehmen. Wollen wir hoffen, dass wir jetzt in Überzahl ein bisschen glücklicher agieren als zuvor. In Unterzahl machen wir es eigentlich gar nicht schlecht. Aber es kann ja nicht Ziel sein, in Unterzahl zu spielen. Nee, ich meine, das Überzahlspiel ist ja tatsächlich eine Disziplin, die man beherrschen sollte. Ne? Wenn man so viele Zeitstrafen wie wir heute hat, auf jeden Fall. Zu machen. Ja. Ja, das ist leider richtig. Lars steht im Kreis. Wir müssen halt versuchen, vorher mal einen Zweikampf zu gewinnen und das Ganze dann eben auch zu unterbrechen. Und jetzt tritt Stranowski an, nachdem Rahmel, glaube ich, inzwischen zweimal gescheitert ist vom Punkt. Und warum das Malte weiterhin der Sieger bleibt. Da war er zumindest dran, aber das hilft keinem. Nee, das ist tatsächlich so. Aber es bewahrheitet sich eben auch tatsächlich, was wir von Anfang an vermutet haben. Richtig eng, richtig spannend auch. Ne? Weil vielleicht nicht immer schön, aber spannend. Da manchmal sogar schöner. Also spannend ist ja sogar manchmal schöner als nur schön. Ich hatte vorher auch wieder toll geholt, der Ball, ja. Wieder die Achse, Olsen mit Hükerüt. Den hat er wirklich gut gefangen, Abwehr durch den Kreis. Ich hatte vorher ein Gespräch mit Sponsoren und die haben sich auch auf ein spannendes Spiel gefreut. Und da hatte ich gesagt, dass ich gar nicht unbedingt ein spannendes Spiel brauche, wenn wir es gewinnen. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt eins. Da spricht ja auch erstmal nichts dagegen, dass es vielleicht auch so wird, aber auch für den, der sitzt. Ja, und jetzt haben wir Hundstock auch mal überwunden. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass der sich hier jetzt nicht noch als 7-Meter-Killer etabliert. Naruna ist da eiskalt. Also, letztes Jahr auch eine Phase, wo er dann mal eine Zeit lang geworfen hat, auch aufgrund von Verletzungen von Lars und Sorge. Und er hatte eine unglaublich gute Quote. Hat aber selber auch gesagt, ihm hilft das gar nicht, wenn er das trainiert. Er macht das einfach nach Gefühl und solange er es so fühlt, ist ja alles gut. Also jetzt wird kurz mal ein bisschen miteinander gesprochen, Trainer und Mannschaften miteinander. Genau, Robert Andersson hat die Auszeit genommen. Ich glaube, jetzt können wir aber mal bei uns reinhören. Genau, das Mikrofon bleibt nämlich stets auf der linken. Und auf die Aktion, jeder Ziel ist jetzt wichtig. Zählt um die Reise. Komm jetzt, geh rein. Das ist Tempo nach vorne eigentlich. Komm jetzt, vorne im Angriff. Hab Geduld. Auf geht's, Reise. Hey, und außer Reise. Ich hatte dich ja vorhin mal gefragt, ob er manchmal auch brüllt. Ja, aber ich glaube, das Brüllen ist jetzt der Lautstärke geschuldet. Wir haben Kopfhörer auf und hören uns gegenseitig recht gut. Da unten ist es dann doch bedeutend lauter und wenn man da 12, 13 Jungs, die dann um einen rumstehen, erreichen will, dann muss man eben die Stimme auch mal erheben. Also das war jetzt nicht das Unzufriedene, das hat man auch anhand der Ansage und der Kürze gehört. Er möchte einfach, dass wir das Tempo beibehalten und die Geduld. Klang nicht grundsätzlich unzufrieden, aber das Spiel ist eben auch auf Messers Schneide und jetzt gehen wir gleich in die Schlussviertelstunde und da gilt es eben, vielleicht doch mal mehr als 3 Tore. Wir nageln uns heute zwar drauf fest, aber... Also ich weiß ja, du würdest dich am Ende nicht beschweren, wenn es 3 wäre. Ich glaube, du würdest dich auch nicht beschweren, wenn es 1 wäre. Ne? Aber, nö, aber ich bin ja jetzt auch über 30. Wollte ich doch gerade sagen, du bist doch auch schon über... Da ist das Nervenkostüm nicht mehr ganz so. Nee, und... Ich weiß, wovon ich spreche. So. Ja. Aber es ist... Es aber wird einfach zu viel jetzt. Es ist, also aus meiner Sicht, auf beiden Seiten... Gefühlt ist es immer schwierig, wenn die Schiedsrichter ein Faktor werden jetzt. Ja, wir können ja noch mal drauf gucken. Ja, also Freiwurf ohne Frage. Ja, aber es ist halt, ja, er hängt auch ein bisschen dran, aber er stößt ihn in dem Sinne nicht. Er begleitet ihn die ganze Zeit. Es sind auch alles kann, aber keine Muss-Entscheidung. Auf der Gegenseite bei Erlangen zum Teil genauso. Und dann lasst ihr doch wieder lieber weiter 6 gegen 6 spielen, als wenn wir ständig hier Überzahl gegen Unterzahl haben.
So. Gut geholt, ein Stürmerfoul von Timo Kastening, der das sehr clever macht. Kurz hinterm Kreisläufer positioniert und den in sich reindrehen lässt. Wenn er dabei nicht im Kreis stand, und da muss man leider sagen, dass er das tat, und dadurch wäre es eigentlich ein 7 Meter gewesen, so objektiv sind wir ja. Naja, so gleicht sich dann vielleicht das eine oder andere ja, aber dann auch wieder aus. Dann sollen sie doch lieber pfeifen, was wirklich passiert, und nicht sich irgendwie versuchen, das eine mit dem anderen auszugleichen. Da bin ich einfach kein Fan von. Nein, natürlich nicht. Nur man kann es dann vielleicht hintenrum dann so feststellen, dass es letztlich der Schaden dann auf eine Art... Ja, oh. Ja, auch wieder eine gute Parade von Nikolai Katsikianis. Habe ich Nikolai gesagt? Nikolas natürlich. Wenn er das hört, kriege ich Ärger. Ich verrate ihn nicht. Ich habe es ja zumindest selber gemerkt. Ja, jetzt ist tatsächlich die Schlussviertelstunde angebrochen. Was wir feststellen können, ist, wir haben in der zweiten Halbzeit ein bisschen anderes Spiel. Wesentlich weniger, ja, Lars ist wieder einen Schritt zu spät, leider. Wesentlich weniger Tore. Wir sind mit 17-16 in die Halbzeit gegangen. Jetzt steht es erst 23-21. Also die Deckungsreihen einschließlich der Torhüter sind wirklich ein Faktor geworden. Das Spiel ist nicht mehr so schnell wie in der ersten Halbzeit, hat nicht mehr so viele Gegenstöße. Und dadurch haben wir dementsprechend haben nicht mehr kaum so viele gesehen, Tore. Glaube ich, ne? Das ist natürlich dann auch irgendwann eine Frage der Luft. Und beide Mannschaften spielen in ähnlichen Aufstellungen durch. Es wird vereinzelte Positionen gewechselt, aber das Gros der Spieler ist dann doch immer das Gleiche. Und insofern nimmt man dann vielleicht auch irgendwann mal Luft raus. Ja, Thema Torhüterfaktor hast du gerade angesprochen. Haben wir da jetzt in fast perfekter Vollendung. Genau, jetzt hätte fast sein zweites Tor machen können, aber ja. Erneuter Ballgewinn, und das ist eben, damit muss man auch rechnen, dass man so mal einen Ball bekommt. Den nehmen wir gerne. Nichtsdestotrotz, vielleicht kein optimaler Wurf von Runa. Block war da, und Katsikianis geht in seine Ecke, in die kurze Torwart-Ecke. Ja, und jetzt die dritte Parade in Folge. Also das ist wirklich ein Faktor jetzt auf Seiten von Erlangen. Und Teilinger geht mit allem, was er hat, mit vollem Schwung aus dem Gegenstoß auf die Deckung, die im Mittelblock noch nicht steht. Allerdings hatten wir diese Passage auch bei Semel schon, ne? Dass der einige Dinger rausgeholt hat. Ja, leider gleicht es sich immer wieder ein bisschen aus auf beiden Seiten. Jetzt stoppt gerade unser Angriffsspiel wieder so ein bisschen. Wäre jetzt mal wichtig, aus dem 6 gegen 6 mal wieder zum Torerfolg zu kommen. Und auch nochmal ein Personalwechsel. Kai Heppner jetzt wieder für Runa Karason. Oh. Auch ein tolles Zusammenspiel mit Maid und Joachim Hückerüth, der wirklich unter höchster Bedrängnis den Ball noch fängt. Und man sieht gleich, wie er den artistisch noch nach hinten versucht wegzuwerfen, aus dem Handgelenk, leider übers Tor. Weil ja. Der hätte, glaube ich, sogar gezählt, weil im Kreis war er nicht. Also er war auch ein Gegenspieler. Wenn er so gesessen hätte, dann hätte der sicherlich in irgendeiner Compilation zumindest für diesen Monat auf jeden Fall stattgefunden. Jawohl, der sitzt dann auch erneut. Ja. Wichtig, dass wir jetzt die Chancen, die sich auch durch die 7 Meter bieten, nutzen. Aber das macht Karlsson auch wirklich cool. Ne? Also ja, du hast wirklich, ja vorhin gesagt, ja. Er trainiert es nicht. Ne? Nee, aber trotzdem hat er wirklich viele Varianten. Also das ist, da gleicht kaum ein Wurf dem anderen. Und der Vorteil ist natürlich auch, wenn er es nicht regelmäßig macht, gibt es auch wenig Wurfbilder davon. Weil die Torhüter natürlich auch dementsprechend Video gucken und sich auf die gegnerischen Schütze vorbereiten. Ah, das müssen sie mir da geben. Ich nehme den Freiwurf gerne, aber wenn Lars dann nicht im Kreis war, dann weiß ich auch nicht. Also das ist... Es ist halt einfach, ja... Die Jungs werden mich auch mal wieder pfeifen, aber sie sehen mich heute vielleicht auch nah. Ah, jetzt können wir uns auch gerade wieder nicht beschweren. Also das ja. ist,
muss ich wirklich sagen, das ist... Es ist, glaube ich, auch so, wenn man grünes Trikot anhat, fühlt man sich in der einen oder anderen Szene benachteiligt. Da hat man orangenes an, fühlt sich genauso benachteiligt. Im Grunde ist immer jemand unzufrieden. Es ist auch ein schwieriger Job. Es geht so schnell, wir haben manchmal die Wiederholung, wo wir eines Besseren belehrt werden, die haben die nicht und müssen innerhalb von Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen treffen. Katzekan ist jetzt mit der nächsten Parade. Aber ja, das ist jetzt schon, glaube ich, die vierte oder fünfte in Folge. Ja. Hätten wir den 7 Meter nicht zwischendurch gehabt, den er auch nicht kassiert hat, sondern Hundstock war im Tor, können wir ihn zurzeit nicht überwinden. Und 10 Minuten vor Schluss bei 2 Tore Führung wäre es wichtig, auch mal wieder einen Ball an Nico Katzegianis vorbeizubringen. Denn ich glaube, die 2 Tore Führung wird nicht bis zur 60. Minute halten, wenn wir keine Tore mehr werfen. Naja, aber ich weiß nicht, wie viel... Wir sind in die Pause gegangen mit... Sag noch mal schnell, du hast 17-16. 17-16, ganz genau. Naja, gut, da könntest... Ja... Dem ist auch mal wieder mit einer guten Szene. Wichtige Szene auch. So. Ja. Und das ist auch eine große Stärke von Fabian Böhm. Emotionalität, sich mit allem reinzuschmeißen, was er hat. Und so geht es halt immer. Der war jetzt auch einfach mal reingewuchtet. Ja, es gibt auch so einen Spruch von Trainern. Manchmal sehen es hier richtig schön aus der Hintertorkamera. Der Ball, manchmal muss man mit dem Ball eben auch ins Tor reinspringen. Und ich glaube, das war so ein Tor unter der Kategorie. Aber du merkst auch gleich, die Leute hier in der Halle sind dann halt auch sofort wieder da, weil das dann natürlich so was Eruptives auch hat, wenn einer jetzt nicht hübsch rübergeworfen wird, sondern richtig mal reingeknallt. Ja, und das ist halt auch, es sieht halt auch anders aus. Ne? Man sieht, die Jungs sind voll dabei. Und wenn man hier jetzt noch so einen schönen Spielerwurf irgendwie verwirft. Ist auch schön, aber. Ja, aber wenn er nicht drin ist, ist halt. Umso ärgerlicher in so einer Situation. Und deswegen war das jetzt das richtige Mittel. Jetzt hat Michael Haas einen relativ freien Wurf vergeben. Und jetzt haben wir die Chance, uns dann doch mal ein kleines Polster zu schaffen. 4 Tore wären möglich. Wir gucken, es hat glaube ich in den ganzen Spielen, gut 15 Minuten. Ich glaube 2016 war einmal. Genau einmal gab es diese Konstellation. Ominöse 4-Tore-Führung, genau. Ja, liegt aber eben auch an einem hartnäckigen Gegner hier heute. Ja. Aber man merkt jetzt auch, langsam werden die Jungs da unten auf der Platte auch müde, ne? Ja, so wie gesagt, gleiches Personal. Also merkst du bei beiden. Es ist nicht einfach. So, nochmal Auszeit. Du kannst ja nochmal bei deinem Coach horchen. Hey, geht drauf! Ich bin das ohne Einlauf. Von mir aus ohne Spieler und Kreuzer. Da will ich für seine Hilfe sprechen. Ich nehme ihn. Hier, dann hast du alleine. Ja, okay. Auf geht's. Wir müssen hochschießen. Hey, wir brauchen den Ball. Okay. Der muss rein. Auf geht's. Hey! Ja, also, was ich rausgehört habe, ist, dass wir Platz machen wollen für Fabian Böhm im 1 gegen 1. Der hat noch Luft, der hat noch die Beine und jetzt auch gerade eine gute Aktion gehabt. Da wollen sie ein bisschen Platz machen. Morten wird vielleicht eine Kreuzbewegung anziehen. Wir sind da ein bisschen spät draufgekommen. Und dann soll Fabian gucken, was er im 1 gegen 1 gegen Horak oder eventuell auch Guardiola auslösen kann. Und dann kam noch der Einwand von Runa Karason, der sagte, wir sollen hochschießen. Dann kann sich Janis sitzen, sehr viele Bälle ab, so sagt man. Wir sehen jetzt die Verlagerung. Und das 1 gegen 1 und zack ist er drin. Schöner Abschluss. Und die ominöse 4-Tore-Schallmauer-Führung. Marke. Ja, ja. Der Wurf war zwar nicht hoch, aber er war drin und den nehmen wir. Ja, der titschte noch so komisch auf, ne? Ja, aber war schon ein anspruchsvoller Wurf. So. Und letztes Mal war es, glaube ich, im direkten Gegenzug nach ein paar Sekunden. Genau. So, jetzt kratzen wir aber, jetzt läuft, jetzt kommen die 5. Ja, wir gucken mal, ne, ob du recht hast. Ich bin mir sicher. Okay. Wenn die ersten 10 Minuten in der zweiten Halbzeit entscheidend sind, dann sind wahrscheinlich auch die letzten 10 entscheidend. Auch die letzten 8 sowieso, also die ersten 10 in der zweiten sind sicherlich ein Gradmesser. Aber am Ende zählt das, was nach 60 Minuten auf der Uhr steht. Und
wenn es eben in den letzten 10 Minuten knapp ist, dann ist das die Crunch-Time, ne? Und da werden die Spiele entschieden. Wie viele Spiele hast du bei so einem Vorsprung in der Schlussphase schon schönes Tor kippen gesehen, kippen erlebt? Ich habe also wirklich kuriose Szenen gesehen. Robert Andersson jetzt in der Auszeit. Ja. Das läuft halt gerade in Erlangen. Es sind schon viele Spiele wirklich gekippt, auch wo man eine Minute vor Schluss mit 3 Toren hinten gelegen hat und noch unentschieden gespielt hat. Also da gibt es die wildeste Konstellation. Insofern machen wir hier keinen Deckel drauf. Ja, Morten Osen jetzt nochmal mit dem fünften. Ne? Naja. Hey Männer, ganz kurz, egal was wir spielen, wir brauchen Geduld, Mann. Hat Geduld. Wenn wir die Chance haben, versuchen wir ins 1 gegen 1 zu gehen und Richtung Nahwurf zu kommen. Wir sind müde. Wir gewinnen die 1 gegen 1. Sie vertreiben sich in ihrem Haus. Abwehr, hey, halt. Falls 7 gegen 6 kommt, falls das kommt, denkt dran. Stehen wir hier, machen wir hier drauf. Nein, komm, 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 komm. Hey, hey, ja, 3 gegen 3, 3 gegen 2. Wenn das kommt und nichts passiert, dann sollten 3 an der Seite lassen und sollten 1 hier. Dann machen wir einen Schuss zurück. Geht so, hey. Ja, die Anweisung war jetzt, dass wir gerade im Angriff die Geduld weiter aufbringen. Wir führen mit 5 Toren. Die sind müde, habe ich verstanden. Genau. Und dass man eben die Zweikämpfe sucht. Das heißt, wenn man gefoult wird, gibt es eben auch nochmal einen Freiwurf. Wenn man sich jetzt einen Wurf von hinten nimmt, ist der Ball weg. Ja, und die Warnung vom Trainer. Ja. Pavel Horak. Also, ich verstehe nicht, dass er so wenig Spielzeit heute vorne hat. Ja, und vorne die Warnung, oder für hinten die Warnung, dass sie eventuell mit 7 gegen 6 spielen, das machen sie jetzt erstmal nicht. Aber Pavel macht gut Druck, wie man hier sieht, zieht den zweiten Spieler, sieht den Kreisläufer. Da sieht man halt die ganze Erfahrung, die er hier aus zig Bundesliga- und Länderspielen hat. Jetzt auch eine veränderte Deckungsform bei Erlangen. Und Lars nutzt die Räume, die sich dahinter ergeben, läuft schnell ein und leider sofort die 2 Minuten Strafe aus Erlanger Sicht. Für aber Kevin Herbst. Genau. Und so ist Erlangen natürlich auch wieder gezwungen, die Deckung umzustellen und muss im Unterzahl agieren. Das kann jetzt eine wichtige Phase werden für uns, dass wir jetzt, wenn wir jetzt einen draufsetzen, dann geht Erlangen eventuell auch die Zeit langsam aus und das wäre ja schon wichtig. Och. Schade, dass er das unterbindet, weil der war auch wieder. Also Joke macht da einen guten Job jetzt in der zweiten Halbzeit. Der erkämpft da viele Bälle. Das war auch ein richtig schöner Treffer, ja. Ne? Im Fallen von hinten über die Schulter, glaube ich. Ich denke, sie werden da pfeifen, dass er mit dem Fuß auf der Linie steht und so der Treffer eben irregulär ist. Der Ball ist aber auch nicht weg. Ich finde, manchmal müsste auch die B-Note belohnt werden. Manchmal finde ich das wirklich. Also, es gibt manchmal so schöne Spielzüge oder so schöne Tore, die dann wegen irgendwas leider nicht zählen dürfen. Aber eigentlich aufgrund ihrer technischen Finesse eigentlich was verdient hätten, was Zählbares jedenfalls. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir wieder die 5 Tore, noch 5 Minuten. Erlangen in Unterzahl, das sieht jetzt erstmal nicht schlecht aus, aber wie gesagt, den Deckel machen wir da noch lange nicht drauf. Kai Häfner wird wirklich sehr vorsichtig heute auch nur ins Spiel gebracht. Also ich weiß nicht, wie viele Minuten der unterm Strich jetzt zusammengekriegt hat. Ja, gefühlt so 15, 20. Ja. Und normalerweise spielt er so 40, 45. Da merkt man schon, dass er eben angeschlagen ist. Aber nichtsdestotrotz, Runa hat es heute auch nicht schlecht gemacht. Wichtig jetzt die Zweikämpfe zu gewinnen. Vor allem viel Zeit auch von der Uhr zu nehmen. Ja. Das Tor ist frei, Maid hat es jetzt nicht gesehen. Das ist schade, aber nichtsdestotrotz, wir haben Ballbesitz. Zeit geht von der Uhr, er hat es nicht gesehen. Und ist alles in Ordnung. Jetzt haben wir nochmal einen Angriff, 20 Sekunden sogar Überzahl, die wir ausspielen können im Idealfall. Im Idealfall machen wir den Ball noch mal rein und dann wird es wirklich langsam eng. So, Timo, komm. Sehr schön. Ja. Also der macht wirklich viel Freude, der Timo Kastemeng, wenn er da so vor der Kiste auftaucht, auch wenn er
diese Tempoläufe hinlegt. Das ist wirklich Spaß, den Spiel zu gucken. Ist auch eine tolle Mischung, ne? Der erfahrene Kapitän mit Torbjørn Johansen und Timo, der dahinter wirklich Zeit bekommt und lernen kann, der auch seinen Vertrag verlängert hat. Und das funktioniert, glaube ich, als Gespann auch sehr gut. Ja. So, die Halle erhebt sich. Ja, die Menschen hier in Hannover sind jedenfalls, glaube ich, jetzt ganz guter Dinge, dass das klappt mit den geforderten 2 Heimpunkten. Ne? Also ich würde mich darauf einlassen, wenn wir jetzt ein Erfolgserlebnis haben und ein Tor werfen, dass das Ding dann durch ist. Ansonsten, wie gesagt, es gibt da die wildesten Geschichten und Aberglaube spielt da auch eine Rolle. Nochmal Hüttgerüth, der sich da unter größter Bedrängnis versucht durchzusetzen. Bringt jetzt alles Zeit. Es sind noch 2,5 Minuten, man führt mit 5 Toren. Warum soll man den Ball jetzt einfach weg, so zum Beispiel wegschmeißen? Jetzt haben wir Glück, dass er an Seiten ausgeht, dadurch behalten wir den Ball. Jetzt kann man noch mal eine halbe Minute von der Uhr nehmen und dann wird es halt irgendwann, selbst wenn man kein Tor schmeißt, schwer für Erlangen. Sehr schön gekämpft von Jokic, den Ball zurückzuholen. Wird sicherlich gleich Zeit angezeigt werden, aber nichtsdestotrotz geht noch mal. Ja, der macht... Ja, jetzt pfeifen sie zwar einen Stürmerfoul, das sehe ich nicht so. Aber der macht da wirklich einen Bombenjob. Jetzt muss man eben nur gucken. Erlangen wird schnell abschließen müssen. Ja, und tatsächlich ja jetzt auch die letzten 2 Minuten. Also ich habe dich ja gerade gefragt, was du alle schon erlebt hast, aber ich glaube 5 Tore in 1,45 hast du noch nicht erlebt. Nee, und jetzt nehmen sie auch, lassen sie sich Zeit und weiß nicht, ob wir jetzt noch das Torverhältnis spielen. Das ist, sieht sehr gut aus für uns jetzt. So, Maid ist auch da. So, jetzt bin ich auch bereit zu sagen, dass das heute nicht mehr schief gehen wird. Hab jetzt auch eine 3 vor der 0 tatsächlich stehen. So, aber das ist das ja. Ist, also, ich habe es gesagt, aber ich verstehe es nicht. Von der linken Rückraumposition ist nicht viel gekommen. Pavel Horak ist ein absolut starker Spieler, der auch 2 Kämpfe gewinnt, der den Kreisläufer bedient. Und ist mir nicht verständlich, warum er da nicht mehr Zeit gekriegt hat. Er ist zwar auch ein alter Mann, er wird es mir nachsehen, aber nichtsdestotrotz... hätte der da, glaube ich, mehr bewirken können. Aber soll uns ja recht sein. Wenn ich jetzt sagen würde, apropos alter Mann, wäre das ja gemein. Aber wann bist du wieder dabei? Kannst du das absehen? Ich hoffe, also der Heilungsverlauf ist soweit ganz gut. Und ich hoffe, dass ich eventuell im nächsten Heimspiel wieder aktiv eingreifen kann. Okay, apropos Heimspiel. Wir sind jetzt gleich durch, 30 Sekunden sind es noch. War eine etwas zähe zweite Halbzeit, aber haben sie im Endeffekt kämpferisch gut gemacht, ne? Ja, und in der Crunch-Time. Ne? Also die letzten 10 Minuten, da war das Spiel durchaus knapp und auf Messerschneide. Und dann waren eben so die 2-3 Aktionen zugunsten von uns. Hier nochmal eine Parade. Ein paar verfrühte Abschlüsse, aber am Ende des Tages haben wir es eben geschafft, in den wichtigen Situationen zum Torerfolg zu kommen. Wir hatten ein paar wichtige Paraden von Malte Semisch. Auch ein paar Fehlwürfe dann und in der Konsequenz konnten wir dann eben sukzessive 2, 3, 4, 5 Tore den Vorsprung aufbauen und dann ist Erlangen die Zeit.